visualisieren, Wege aufzeigen, wie gegangen wurde, Heatmaps. Und dann generieren wir halt solche verschiedenen Auswertungen über den Prozess, um halt Optimierungspotenziale aufzudecken und den Prozess effizienter und auch ergonomischer zu machen. Das Thema Ergonomie kann ich vielleicht nochmal kurz zeigen, wie das aussieht. Unten sieht man, da ist so ein Männchen, was sich bückt. Ja. Ich mich jetzt unergonomisch bücke, also über den Rücken. Einmal so. Haben wir jetzt einen Ausschlag, hat er gemerkt, wenn ich mich gesund bücken würde im Prozess, also über die Knie. Einmal so, sagt das System, alles gut, zählt er nicht mit. Das heißt, wir können sowohl Effizienz als auch Ergonomie. Ja, ich habe jetzt